Volltreffer! Geht es nur mir so oder fühlt man sich nach 3 Tagen in einer riesigen Eistüte einfach so... So hungrig? Wir treffen uns am Eiscreme-Stand! Aber lasst noch Platz für das leckere Picknick. Aha. Ich freue mich schon so. Meine Mutter plant das Pocket-Familien-Picknick schon seit Wochen. Hey, kleines Familiennotfall. Die Band, die deine Mutter für das Picknick gebucht hat, hat abgesagt. Oh nein. Meine Mutter wird wirklich sowas von enttäuscht sein. Wir müssen ihr helfen. Habt ihr eine Idee? Wenn die Band nicht auftreten kann, dann spielen wir. Was sagt ihr dazu? Wir sind dabei. Auf jeden Fall. Ich kenne eine Abkürzung, dann könnten wir es noch rechtzeitig schaffen. Polly, da bist du ja. Und so schnell. Hä? Wir haben eine Abkürzung genommen. Haben wir es noch rechtzeitig geschafft? Ihr seid ganz pünktlich. Perfekt. Seid ihr soweit? Lalalalalalala. Ja, bereit. Bereit wofür? Überraschung! Wir springen für die Band ein. Hallo, Littleton. Ich präsentiere euch heute die Pocket Band. Los geht's! Du kannst alles tun, wenn du nur fest an dich glaubst. Dann wächst auch die kleinste Person über dich hinaus. Jetzt ist Zeit zu sehen, wer es wagt. Und zeig uns, du bist stolz und stark. Kein Traum zu groß, kein Abenteuer zu klein. Auf geht's, Polly Pocket, niemand sagt uns nein. Winzig, er ist riesig. Wir Mädchen packen's an, los geht's, gesagt, getan. Winzig, er ist riesig. Fühlst du dich doch manchmal klein? Hey, großartig kann jeder sein. Denn glaub mir, winzig ist das neue Riesig. Auf geht's, Polly Pocket. Oh! Okay, Lila, bist du bereit, den Rekord für die meisten Regenbogenfahrten an einem Tag zu brechen? Aber nur, wenn ihr beide mich anfeuert. Du schaffst das, Lila. Ja! Auf die Plätze, fertig, los! Mädels, da ist ein goldener Schlüssel. Ich hoffe, Goldie ist nicht wieder stecken geblieben. Ich liebe die Einladungen von Prinzessin Rain, womit sie uns wohl dieses Mal überrascht. Ihr seid alle zum Kostümfest eingeladen, um euer Lieblingstier zu feiern. Sucht euch ein Tier, das euch inspiriert, um eure magische Verkleidung zu kreieren. Tierische Inspiration? Ja, da habe ich eine Idee. Ich 2. Ich 3. Treffen wir uns wieder hier zur Party? Ich bin so gespannt, welche Tiere ihr auswählt. Los geht's! Hallo, kleines Nilpferd. Du bist wahrscheinlich eines der wenigen Säugetiere, die das Wasser noch mehr lieben als ich. Willst du vielleicht meine Verkleidungsmuse sein? Warte, wo willst du denn hin? Ist jemand zu Hause? Oh, ja. Ich habe mir überlegt, dass Hasen gesellige Wesen sind. Und ich bin auch ein geselliges Wesen. Das sind doch einige Übereinstimmungen für das Kostümfest. Nein, warte! Ich will mich doch von dir inspirieren lassen! Ein Nickerchen. Der Klassiker. Ich bewundere, wie Katzen ihr Leben genießen. Ich werde einfach still und leise sein und... Katzen. Aber wusstet ihr, dass Nilpferde ihren Atem 5 Minuten und noch länger anhalten können? Das ist doch toll, oder? Ich habe überall nach Hasen gesucht und dann hatte ich endlich einen gefunden. Und gerade als ich mich ihm näherte, sprang er über meinen Kopf hinweg. Ein
einfach so über mich drüber. Ich wusste, dass Hasen Experten im Hüpfen sind, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie 3 Meter in die Luft springen können. Ich wollte das Kätzchen eigentlich in Ruhe beobachten, aber es ist direkt vom Dachboden runter auf den Boden gesprungen. Sie ist sicher auf ihren Pfoten gelandet. Das können Katzen wirklich gut. Naja, das und wegrennen. Ich fürchte, dass wir Prinzessin Rain sagen müssen, dass wir leider keine Kostüme haben. Oh, Mädels, seid nicht so fantasielos. Wir haben doch den hier. Das zählt doch nicht. Oder zählt es doch? Wie meinst du das, Layla? Was ist denn bitte inspirierender als Magie? Ich dachte, wir müssten das nach bestimmten Vorgaben machen, so als gäbe es Regeln. Aber wisst ihr nicht, dass es nur eine Regel gibt, um Spaß zu haben? Dass es keine Regeln gibt? Ganz genau, und jetzt lasst uns die Party starten. Dafür braucht es keine große Verwandlung.